Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Leonex. Ja, heute ist wieder Sonntag, das heißt Squash spielen. Wir sitzen zu viert im Auto. Markus, meine Mutter, Shagneck. Was lehnst du dich immer so nach außen? Willst du nicht drauf? Nicht von da. Naja, komisch. Beim Spielen will er immer dabei sein, aber ansonsten, naja. Ja, gestern hatte ich ja mir freigenommen, habe ich ab jetzt ja festgelegt, jeden Samstag frei, weil Samstag ist nie viel los und wir gehen jetzt immer Sonntag Squash spielen, von daher ist halt ein Vorteil. Ja, beim Friseur war ich immer noch nicht. Ich werde auch heute nicht dahin kommen. Meine Friseurin kommt heute erst aus dem Urlaub und Shagneck wollte auch zum Friseur. Wir haben die gleiche Friseurin, habe ich ja schon mal gesagt. Von daher werde ich wahrscheinlich am Montag gehen, sprich also morgen. Das heißt, morgen wird auch wieder ein Real-Life-Video kommen. Blöd ist nur, ich muss morgen das letzte Mal zum Arzt wegen meinem Nacken. Ich werde das so wahrscheinlich nach dem Arzt dann dahin gehen, wenn wir mal schauen. Ansonsten, alles lief super. Ich war gestern ein bisschen mit meinem Bruder weg. Gezockt habe ich eigentlich gestern fast gar nicht. Zumindest am Abend nicht. War ein bisschen auf YouTube unterwegs. Ist ja ganz normal, macht ja fast jeder, dass man ein bisschen YouTube-Videos guckt, nur ein bisschen Funny-Videos und so. Vielleicht kennt ihr das ja auch, Pranks und so weiter und so fort. Was guckst du so? Dann hier, keine Ahnung, Best-of, irgendwelche Serien, weiß ich nicht. Was? Gibt's noch nicht. Ja, vielleicht Best-of Simpson, Best-of Family, Best-of Futurama, was weiß ich. Vielleicht, es gibt ja alles Mögliche. Paar Song-Parodien oder was auch immer. Sowas ziehe ich mir halt abends gerne mal rein. Jetzt wackelt die Straße schon wieder so. Naja, wir spielen auf jeden Fall gleich wieder Squash in der Halle. Hörst du mal bitte auf? Und naja, hör auf! Robby wird schlecht, muss kotzen. Naja, und dann, ich weiß noch nicht, ob ich gegen Shagneck oder gegen Markus aufnehme, das werden wir dann sehen. Ich sag mal bis gleich. Okay, jedes Mal gegen die Wand. Ja, aber zu schnell ist. Thank you.
2, 6. Ich wollte gerade sagen, was für ein 6-0, was macht das? 2, 6. Du schießt von der Aufschlag. Von der Aufschlag. Von der Aufschlag. Von da. So. Schön. Squash vorbei. Ich habe wieder mal gegen Markus verloren. Es ist ja auch klar, gegen den Mann kommt kein Kraut an. Der macht das seit 30 Jahren, fast 31 Jahren. Ich habe es dreimal versucht und das war das beste Ergebnis, das ich erzielen konnte. 10-3, mehr ist nicht drin. Es ist schwer. Es ist schwer. Ich werde ihn wahrscheinlich niemals schlagen können. Ich habe es aufgegeben. Ich schon. Was? Ich irgendwann. Ich, du irgendwann. Das ist mein Ziel. Dein Ziel? Ja. Ja gut, man muss sich Ziele setzen. Ich bezweifle, dass wir das jemals erreichen werden, sagen wir mal so. Ich nicht. Du nicht? Nein. Ja gut, du wirst ja auch älter. Ihr habt ja gerade erst mal angefangen. Ja gut, du wirst ja auch älter. Gut, so. Trotzdem. Vielleicht, wenn du 80 bist, werden wir vielleicht mal gewinnen. Nein. Du musst 2-3 Jahre spielen, dann schaffst du das. Ja.
Vielleicht. Naja, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Es macht natürlich unheimlich viel Spaß. Klar, was jetzt die Frage, was ist eigentlich hier mein Ziel, was trainiere ich dabei? Natürlich trainiert man dabei die Arme und die Beine, aber auch die Ausdauer. Ich merke es immer, du merkst es auch, ne? Denn danach ist man echt richtig erschöpft, weil man läuft die ganze Zeit hin und her, das sieht man ja auch immer in den Videos. Man läuft von der einen Ecke in die andere, so wie der Markus spielt. Er spielt ja von links nach rechts, dann rechts nach links. Man muss immer laufen. Es ist... Ja, ich habe auch nochmal gegen Shank Knight gespielt. Es ist nicht ganz ohne. Naja, ich habe zwar auch gegen Shank Knight gespielt, aber er wollte heute nicht. Deswegen habe ich einfach gegen Markus gespielt und das aufgenommen. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe es aber wieder verloren, aber gegen Markus werde ich in der nächsten Zeit nicht gewinnen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, auch gerne ein Abo, lasst mal einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir weitere Spielewünsche rein oder Spielevorschläge. Ich brauche echt demnächst ein paar neue Projekte. Was? Kein FIFA. Bitte, kein FIFA. Ich kann kein FIFA spielen. Ich kann es wirklich nicht. Das ist ja das Lustige dran. Nein, egal was, nur bitte kein FIFA. Naja, also ich hoffe, es hat euch gefallen, dann sag ich mal, bis dahin, wir sehen uns, ich wünsche euch was.